Friedrich Merz. Er will zurück an die Spitze der Politik, am liebsten Kanzler werden. Und sein ehemaliger Arbeitgeber BlackRock, der wohl größte Vermögensverwalter weltweit. Das ist wahrscheinlich eines der zukunftsfähigsten Unternehmen im Kapitalmarkt schlechthin. Zukunftsfähig, weil besonders klimafreundlich, sagt Friedrich Merz. Wenn Sie sich mit dem Unternehmen beschäftigt haben, Frau Will, dann wissen Sie, dass dieses Unternehmen das erste war, die sich genau zu diesen Themen so geäußert hat, dass zum Beispiel ökologische, soziale, gesellschaftliche Themen eine Rolle spielen. Ökologisch, sozial? Sind BlackRock und Friedrich Merz jetzt ergrünt? Monitorrecherchen zeigen, BlackRock investiert weiter Milliarden in Konzerne mit klimaschädlichen Großprojekten. Was ist also dran an BlackRocks Vorreiterrolle und was hat Friedrich Merz zu seinen Aussagen bewogen? BlackRock, mit dem Namen verbinden viele nichts, aber BlackRock ist ein Gigant. So ein Koloss, so ein Konzern wie BlackRock hat es noch nie gegeben, in keiner Branche und schon gleich gar nicht in den Finanzen. Nüchtern betrachtet ist BlackRock ein Vermögensverwalter. Das Unternehmen legt Geld von Kunden am Kapitalmarkt an. BlackRock hält über seine Fonds Anteile an so gut wie allen wichtigen börsennotierten Unternehmen der Welt, auch in Deutschland. Insgesamt verwaltet BlackRock sagenhafte 7,8 Billionen US-Dollar. Über seine Anlagen hält der Konzern Anteile an rund 17.000 Unternehmen weltweit. Kaum jemand hat mehr Einfluss in der Wirtschafts- und Finanzwelt. Er war bis vor kurzem Aufsichtsratschef von BlackRock in Deutschland, Friedrich Merz. Ein Kontrolleur also. Aber er sollte wohl auch Türen öffnen, Merz werde. Die Beziehungen mit wesentlichen Kunden, Regulierern und Regulierungsbehörden in Deutschland für BlackRock fördern, hieß es damals. Er sei kein Lobbyist, hat Merz stets betont. Im Engagement bei BlackRock hat er nie ein Problem gesehen. Das ist keine Heuschrecke, das ist kein Private Equity, das ist ein Vermögensverwalter. Ja, der größte auf der Welt, aber Vermögensverwalter sind Treuhänder der Einlagen ihrer Kunden. Und insofern fühle ich mich da ausgesprochen wohl mit. Inzwischen ist Merz zurück auf der politischen Bühne, will CDU-Vorsitzender werden und am liebsten auch Kanzler. Seine Nähe zu BlackRock ist geblieben, das machte er bei Anne Will gerade erst wieder deutlich. Ich habe für dieses Unternehmen ausgesprochen gerne gearbeitet und das ist wahrscheinlich eines der zukunftsfähigsten Unternehmen im Kapitalmarkt schlechthin. Zukunftsfähig? Kritiker sehen das ganz anders. Der Konzern habe zu viel Macht, sagen viele, und immer wieder hagelt es Kritik von Experten und Umweltschützern, weil BlackRock seit Jahren zu den größten Investoren in fossile Energien gehört. Friedrich Merz hingegen präsentiert seinen ehemaligen Arbeitgeber als Vorreiter in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wenn Sie sich mit dem Unternehmen beschäftigt haben, Frau Will, dann wissen Sie, dass dieses Unternehmen das erste war, die sich genau zu diesen Themen so geäußert hat, dass zum Beispiel ökologische, soziale, gesellschaftliche Themen eine Rolle spielen, auch in den Kapitalmärkten. BlackRock, ein ökologischer Vorreiter, etwa beim Klimaschutz? So stellt es auch der Konzern selbst gerne dar. Anfang des Jahres verkündete BlackRock-Chef Larry Fink öffentlichkeitswirksam, man werde von nun an ganz auf Nachhaltigkeit setzen. Da ist vom Kampf gegen den Klimawandel die Rede und davon, dass jede Regierung und jedes Unternehmen sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen müsse. Aber wie entschlossen ist BlackRock dabei selbst? Bis heute investiert der Konzern weltweit in Firmen mit extrem klimaschädlichen Geschäftsmodellen, hier zum Beispiel Guyana in Südamerika. Ein Naturparadies, aber auch ein besonders rohstoffreiches Land. Vor der Küste von Guyana und Suriname wurden gigantische Ölreserven entdeckt, in tausenden Metern Tiefe. Umweltschützer fürchten, dass es bei der riskanten Förderung zu einer Katastrophe kommen könnte, wie bei Deepwater Horizon. Wenn es in der Guyana- und Suriname-Küstenregion zu einem ähnlichen Ölunfall kommen sollte, bei diesen Ultratiefseebohrungen, wären aufgrund der Meeresströmung in der Region die gesamten Karibikinseln, also wirklich die gesamte Karibik, betroffen. Ein Milliardengeschäft für die Konzerne mit hohen Umweltrisiken und verheerender CO2-Bilanz. J.C. Bingler hat für Umweltorganisationen analysiert, wer die Investoren der am Projekt in Suriname beteiligten Firmen sind. Ihr Ergebnis? BlackRock ist mit rund 45 Milliarden Dollar einer der wichtigsten. Und nicht nur hier. Von BlackRock verwaltetes Geld steckt bis heute massiv im fossilen Energiesektor.
ob bei Öl- und Gasförderung in Texas, in der Nordsee oder bei Kohlekraftwerken in Bangladesch. Überall ist BlackRock mit dabei. Insgesamt 12 der klimaschädlichsten Großprojekte weltweit haben die Umweltorganisationen untersucht. BlackRock sei dabei der größte Investor der beteiligten Firmen gewesen, mit rund 110 Milliarden Dollar über Anteile und Anleihen. BlackRock kann nicht einerseits versprechen, dass Nachhaltigkeit zum Fokus des Geschäftsmodells werden soll und erwarten, ernst genommen zu werden, und aber weiterhin so maßgeblich in die Firmen investieren, die die weltweit größten und schlimmsten Expansionsprojekte, was Kohle, Öl und Gas betrifft, investiert bleiben. Das eine schließt das andere einfach aus. Offenbar nicht für BlackRock. Das Unternehmen hält auch nach dem Klimaversprechen große Anteile an Firmen, die mit fossilen Energien Geld verdienen. Rund 10% alleine an den Großen der Branche, extrem viel für ein Unternehmen. BlackRock sagt auf Monitoranfrage, man könne das kaum beeinflussen. Der größte Teil der Kundengelder gehe in Fonds, die feststehende Aktienindizes abbilden. Man könne sich von Aktien dieser Unternehmen naturgemäß nicht trennen. Man biete aber immer mehr neue, nachhaltige Fonds an. Der Fachbegriff dafür lautet ESG. Diese ESG-Fonds sollen ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen. Schon jetzt habe man die branchenweit größte Palette an ESG-Fonds, heißt es stolz. Und man plane, das Angebot in den nächsten Jahren zu verdoppeln. Klingt nach Revolution. Nur heißt ESG nicht automatisch auch grün. BlackRock selbst hat das 2018 so formuliert. ESG wird oft missverstanden und dahingehend interpretiert, dass soziale oder politische Werte im Investmentprozess berücksichtigt werden müssen. Das ist nicht der Fall. Dieser Fonds von BlackRock etwa ist als ESG gelabelt. Er beinhaltet deshalb keine Aktien von Waffen- und Tabakfirmen. Auch Kohle ist teilweise ausgeschlossen. Aber Konzerne wie der Energieriese BP und der umstrittene Rohstoffkonzern Glencore sind weiterhin dabei. Man muss sich doch sehr wundern, was das für ein Filter ist, den BlackRock da über diesen Fonds legt. Also Nachhaltigkeitsfilter kann das nicht sein, weil solche Investments und solche Geschäftsmodelle haben in einem Nachhaltigkeitsfonds nichts zu suchen. Die Zeitschrift Finanztest hat erst im Juli angeblich nachhaltige Fonds untersucht. Die Fonds von BlackRock erhielten dabei in 4 von 5 Fällen in puncto Nachhaltigkeit die schlechteste Wertung. BlackRock betont, man wirke auf Unternehmen hin, nachhaltiger zu wirtschaften. Auf der anderen Seite finanziert BlackRock viele der größten CO2-Verursacher bis heute aber auch direkt, indem man Anleihen der Unternehmen kauft und ihnen so frisches Geld gibt. Das sei das Gegenteil von Klimaschutz, sagt Professor Andreas Höppner aus Dublin, ein Experte für nachhaltige Finanzprodukte. Damit wir das Pariser Klimaabkommen schaffen, müssen wir unsere Wirtschaft entbraunen. Also wir müssen quasi die braunen Technologien, die die Welt verschmutzen und die die Ursache des Klimawandels sind, Kohle, Öl und Gas, die müssen wir graduell weniger finanzieren mit frischem Geld. BlackRock finanziert sie weiter. Den Ölkonzern Saudi Aramco etwa, der als eine der schmutzigsten Firmen weltweit gilt. Auch nach den Nachhaltigkeitsversprechen flossen laut Höppner noch Milliarden in Anleihen von Öl- und Gasmultis. Fragen dazu lässt BlackRock unbeantwortet. Investments in fossile Energien, fragwürdige Nachhaltigkeitsfonds. Wie passt das zu den Äußerungen von Friedrich Merz bei Anne Will? Dass dieses Unternehmen das erste war, die sich genau zu diesen Themen so geäußert hat, dass zum Beispiel ökologische, soziale, gesellschaftliche Themen eine Rolle spielen. Doppeltes Greenwashing nennt das der Politologe Albrecht von Lucke. Einerseits erweckt er den Eindruck, als wäre sein ehemaliger Arbeitgeber, eben BlackRock, völlig grün geworden, wovon keine Rede sein kann. Und indem er das tut, behauptet er auch gleichermaßen von sich selber, dass er quasi ergrünt wäre und grüne Politik machen könne. Und das geht natürlich im Kern an beiden Fakten vorbei. Weder Friedrich Merz ist ergrünt, geschweige denn BlackRock. Was ihn zu seinen Aussagen bewogen hat, will Merz auf Monitoranfrage nicht kommentieren. Sein Sprecher verweist an BlackRock.